Leute, wenn ihr vielleicht 10 Sekunden Zeit habt, Leute, Stani als Supporter-Creator eintragen. Ihr wisst, alle 14 Tage müsst ihr das Ganze neu machen. Das Geld wird unter anderem genutzt, Community-Games Leuten Preisen zu geben. Würde mich echt freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet, Leute. Ab. Stani zu dem Grill ist am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es einige sehr interessante Informationen. Und zwar viele von euch da draußen werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Standard-Skill, wo ist denn jetzt endlich das große Update? Und ja, es wird ja diese Woche ein großes Update geben, aber es scheint einige Probleme zu geben, dass das Update jetzt auf den Donnerstag verschoben worden ist. Wieso das Update aber am Donnerstag zu 100% kommen muss, werde ich euch auch erzählen. Nämlich, ihr wisst, jede Woche gibt es neue Weekly Challenges und diese Woche wäre ja quasi, komm her, die dritte Woche der Challenges in Fortnite rein und die sind noch gar nicht auf die Server aufgespielt. Also quasi, die gibt's noch gar nicht in Fortnite. Dafür muss Fortnite erst ein Update raushauen und seitdem ich Fortnite spiele, sind diese Weekly Challenges eigentlich immer pünktlich gekommen, ohne Probleme. Und deswegen wird es auch dieses Update zu 95% diese Woche noch geben und der letzte Termin dafür wäre jetzt der Donnerstag. Und deswegen, Leute, wir werden auch morgen früh um 8 Uhr das Update Livestream, weil das wird so groß werden. Oh mein Gott, Freunde, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich weiß, viele von euch sind in der Schule, aber nach der Schule kann man ja immer noch den Livestream nachgucken. Dann gibt es noch, was ich gestern vergessen habe anzusprechen. Und zwar wollte ich nochmal über Fortnite und Apple berichten. Nämlich da gibt es einige sehr neue Informationen, die preisgetragen worden, rausposaunt worden. Sind, nämlich Fortnite hat 60% der aktiven Spieler verloren. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, das ist wirklich geisteskrank. Und zwar aktuell einfach besser. Jetzt macht der Idiot hier Ärger, Leute. Da müssen wir uns mal... Oh. Oh, Double Kill. Bam, Digga, weg mit dem Schmutz. Alter, was geht hier ab? Ich sag euch ehrlich, Pleasant Park macht aktuell so viel Bock zu zocken, ne? Und ja, ihr habt richtig gehört, 60% der aktiven Spieler hat Fortnite auf iOS bzw. auf Apple-Geräten verloren, weil ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Und zwar, man kann auf iPhone nur noch die alte Season 3 spielen. Da ist natürlich logisch, dass es da viel, viel weniger Spieler gibt als vorher. Aber dass das wirklich 60% ist, hätte Fortnite, glaube ich, auch nicht gedacht. Und jetzt hat Apple zum Gegenschlag ausgeholt. Und zwar Apple will jetzt noch Schadensersatz von Fortnite haben. Also... Oh, wir haben keine Mets mehr. Nicht gut. Einfach Pressure machen. Irgendwann hat er keine Mats mehr. Das ist immer ganz gut zum Anfang. Jedenfalls, Apple wird jetzt gerade Fortnite verklagen auf Schadensersatz. Also es ist hier wirklich gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit für Fortnite. Tut mir auch so ein bisschen leid, Leute, aber die probieren ja meiner Meinung nach für die... für die richtige Sache sich
Digga, was geht hier ab im Pleasure Park? Ich liebe diesen Ort, Leute. Das macht so viel Bock, wieder Fortnite zu zocken. Alter, ich schwede, Leute. Dann, ihr seht's auch, Leute. Ich habe das neue Samurai-Pack. Das ist jetzt im PlayStation Store verfügbar. Könnt ihr euch jetzt kaufen. Es kostet insgesamt 15 Euro. Das Besondere hierbei ist, ihr kriegt unter anderem Rettet die Welt kostenlos dazu. Und gleichzeitig gibt's auch noch 1000 V-Bucks-Herausforderungen. Also ihr könnt euch auch wieder 1000 V-Bucks verdienen. Dementsprechend ist das Paket, wenn man es jetzt umgerechnet will, eigentlich nur 5 Euro teuer. Nämlich, man bekommt ja quasi 10 Euro in V-Bucks zurück. Ich muss auch sagen, dass der Skin sieht sehr, sehr cool aus. Den gibt es natürlich auch noch mit Helm, den man spielen kann. Aber ich habe jetzt mal hier ein bisschen auf Bubi-Style genommen, ohne Helm. Und das Backlink, finde ich, sieht auch sehr, sehr geil aus. Das ist jetzt so quasi das neue Rette-die-Welt-Pack, wo halt die Leute auch Rette-die-Welt kostenlos dazu bekommen. Dann mit dem nächsten Update gibt es auch wieder einige sehr interessante Sachen, die jetzt in den letzten Stunden geleakt worden sind. Wie unter anderem, wir können uns sicher sein, dass im nächsten Update die Marvel-Skins wieder reinkommen werden. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute, die Marvel-Skins werden weitere reinkommen. Man geht von Miss Marvel oder sogar Black Panther aus. Das ist gerade aktuell so die Theorie, die sich so ein bisschen bewahrheiten. Und es wird insgesamt, haltet euch fest, ich konnte es selber nicht glauben, als ich die Zahl gelesen habe, aber es wird insgesamt 12 neue Heldenfähigkeiten geben. Also das, was Dr. Doom hat an diesen Spezialfähigkeiten, wird es dann auch in Fortnite 12 Stück geben. Neue. Ich werde euch hier mal die komplette Übersicht einblenden, die hier gemacht worden ist. Also jeder Marvel-Superheld bekommt dann eine Special-Fähigkeit. Finde ich abnormal geisteskrank, muss ich sagen, weil dann geht hier richtig die Post ab. Zusätzlich gibt es noch eine geisteskranke Info, und zwar der Heli-Carrier, Leute. Also die aktuelle Spawn-Insel in Fortnite ist sehr merkwürdig. Also es gibt erstmal... Oh. Gibt dazu erstmal komische Vermutungen. Und zwar... Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch, Leute. Das war ja mal wieder babamäßig gewesen. Jedenfalls dieser Heli-Carrier, das sieht da so aus, Leute. Nämlich dieses Objekt oder dieser Spawnpunkt, der ist so extrem detailliert zusammengebaut worden mit sogar einem geheimen Tresor. Und man geht jetzt davon aus, dass sich die Spawn-Insel ändern wird, wieder zu einer normalen Insel, der Heli-Carrier auf die Map fliegt und wir quasi den Heli-Carrier als neuen Ort bekommen werden, wo wir dann unter anderem auch Zugang zu dem Tresor haben werden. Also komplett geisteskrank, finde ich unnormal nice. Und das wird wahrscheinlich so in den nächsten Wochen passieren, dass der Heli-Carrier ein neuer Ort sein wird in Fortnite. Nämlich Donald Mustard hat seinen Ort auf Twitter erneut geändert. Und immer wenn er seinen Ort ändert, hat das irgendetwas zu bedeuten, dass da irgendwas passieren wird. Und so wird es auch diesmal der Fall sein. Feiere ich unnormal. Dann gibt es jetzt auch bereits das erste... Den Truck doch nicht kaputt. Das erste Gameplay zu dem neuen Tony Stark Auto werde ich euch hier mal einblenden. Und zwar zu dem Tony Stark Lamborghini, Leute. Der ist wirklich... Der sieht auch richtig nice aus. Ich finde, der hat auch optisch nochmal ein sehr, sehr gutes Upgrade bekommen. Und dabei wird sich ja um ein Elektroauto handeln. Das erste... Schwarzer Ritter, Leute. Bam! Boah, ich muss echt sagen, Leute, man sieht Schwarzer Ritter mittlerweile echt sehr, sehr selten. Ist auch ein extrem rare Skin geworden. Dann das neue Joker-Bundle, was ja am 17. November erscheinen wird. Eigentlich schon krass, dass dieses Joker-Bundle jetzt schon geleakt worden ist. Und es wird, nochmal kleine Info, Leute, es wird, ist jetzt schon vorbestellbar in einigen Shops und es wird insgesamt 30, 35 Euro kosten, beziehungsweise es wurde schon der Preis geleakt von 25 Pfund, aber Pfund ist ja mehr wert als Euro, deswegen können wir eigentlich von 30 Euro ausgehen, wie dieses Joker-Bundle kosten wird. Und ich muss wirklich sagen, das sieht auch verdammt geil aus. Werden wir auch noch im Laufe der Season 4 dann am 17. November erhalten. Nur nochmal so eine kleine... Also ein kleines Update, dass ihr das Ganze nicht vergesst. Dann werde ich euch mal einblenden, wie Frenzy Farm aussehen wird, wenn die nächste Stufe erreicht wird. Und zwar, wir wissen ja jetzt hier mittlerweile, die maximale Stufe der Solarpanels ist erreicht. Es wird sich ein grüner Kreis
um Frenzy bilden und dann wird eine neue POI entstehen. Viele Leute wissen immer gar nicht, was ich meine mit POI, und zwar eine POI ist einfach ein neuer Ort, zum Beispiel Pleasant Park ist eine POI und mit POI meint man halt einfach einen neuen Ort. Also falls ich das öfters mal jetzt verwende, Leute, wisst ihr jetzt hier mit den Insider Sachen auch Bescheid. Dann, wichtig, Leute, Raytracing ist jetzt auf dem PC, also es würde jetzt eher so die PC-Spieler interessieren. Ich werde schon mal das... Warum ist das kein Headshot gewesen? Erklärt's mir, please. Please, Erklärung. Ja, es geht nichts rein, ey, GG. Ich habe extra die Aug mitgenommen, weil ich dachte, die trifft eigentlich ein bisschen besser wie die Scar, aber es geht einfach nichts rein. Einfach Schmutz. Dann, jedenfalls Raytracing, für die Leute, die nicht das wissen, das ist irgendwie so eine neue Funktion der Grafikkarten und ich werde euch mal hier Unterschiede zeigen, wie Fortnite mit Raytracing aussieht und ohne Raytracing. Also wirklich krasse Grafikveränderungen, die hier auf den Computer erzielt werden mit den, also es geht quasi bei Raytracing um neue Schatten, bessere Schattendarstellung, Reflexion und allgemein die Grafik so ein bisschen von den Farben her pimpen. Ich finde, der Unterschied ist sehr, sehr geisteskrank, lohnt sich fast wirklich mal auf den PC zu wechseln. Aber Leute, nicht mehr lange, dann wird es ja auch die PS5 geben, also ganz entspannt. Verfügbar ist jetzt auch der neue Goldmodus, aktuell in Squads, aber wird wahrscheinlich die nächsten Tage nach Squads Duo verfügbar sein und dann wahrscheinlich auch Solo. Freue ich mich dann schon wieder, wenn Duo oder Solo Squad Goldmodus verfügbar ist. Wird es auch die nächsten Tage geben. Wo ist der Kollege? Da hinten? Dann gibt es noch eine offizielle Meldung aus China. Und zwar, ihr wisst ja, Leute, China haut auch immer einige gute Leaks raus. Und hier gibt es nämlich Informationen zu den Midas und Vendetta-Fisch. Das haben die nämlich sogar gepostet. Ja, da musst du mal reingehen. Oh nee, Leute, das Silver Surfer Board nehme ich lieber diesmal nicht mit. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kriege wieder Disconnect. Das ist irgendwie... Der Fehler wird anscheinend jetzt auch behoben mit dem neuen Update. Leute, deswegen, wenn ihr mal echt eine gute Round habt, nehmt im Zweifel nicht das Silver Surfer Board mit. Es könnte sein, dass eure PlayStation 4 abstürzt. Das Problem gibt es auch auf dem PC, aber nicht so extrem wie auf der PS4. Deswegen lieber liegen lassen, obwohl ich liebe das Item abnormal. Ich hoffe endlich, dass gefixt wird, dass man es wieder normal spielen kann. Jedenfalls, hier gab es nämlich einen Tweet, dass die nochmal so ein bisschen... Nice Spot. Dass sie nämlich angeteased haben, dass es zwei neue Fische geben wird und haben die quasi so in Schatten gehüllt. Und dabei... Bot. Pizza, Ketchup, Ananas, okay. Dabei handelt es sich dann um quasi den Tease auf die neuen beiden Fische. Quasi, die haben dann mit den die neuen Angelfische angeteased und dabei würde es sich, wie unschwer zu erkennen, in den Schatten einmal um den Vendetta und um den Midas-Fisch handeln. Da haben sie dann geschrieben, die werden dann auch im Laufe der Season 4 reinkommen, wie wir jetzt auch schon in den letzten Tagen die Vermutung aufgestellt haben. Das Update, sage ich euch ehrlich, wird wirklich, wenn es kommt, jetzt am Donnerstag, also wie gesagt, morgen auf jeden Fall live. Ich werde hundertprozentig live sein, weil das Update kommen wird. Ich habe es einfach im Gefühl, es muss kommen und es wird geisteskrank. Ich glaube, es wird wirklich so krasse Änderungen geben, mit denen wir alles gar nicht rechnen. Und dass uns das wirklich so ein bisschen flashen lässt. So, letzte zwei Leute, Leute. Es gibt ja noch ein Duo-Team. Ich werde mich einfach hier im Busch verstecken, so auf 31, auf Noopy-Basis. Ich sage euch ganz ehrlich, das Backbling ist jetzt nicht unbedingt das Optimalste, um sich irgendwie zu verstecken. Aber ich finde, das sieht cool aus. Das ist so ein bisschen, also so eine große Fahne habe ich auch noch nicht gesehen bei einem Skin. Aber allgemein, der erinnert mich halt doll an Rette die Welt, der Skin. Ah, Digga, die Laserwaffe macht auch
Damage, ne? Oh, will er mich jetzt pushen? Wie pushst du denn, Digga? Bye, bye. Oh mein Gott. Ehre. Genimmt, Alter. Komm, Pickaxe, Leute. Pickaxe, man kennt's. Ja, das war's. Da kann dir auch dein Kollege nicht mehr helfen. So, 1v1 Situation. Gegen Samurai-Skill. Ey! Wo ist der Typ? Der Typ ist so lost, Digga. Komm noch jetzt hier. Ja, geht doch. Woo! Was haben wir an Kills? 18 Kills, Leute. Stabile Round. Stani als Supporter-Creator. Jetzt sofort eintragen, wenn ihr mich gerne kostenlos unterstützen wollt. Ich würde mich freuen, Leute. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Abfahrt.